So, gut. Wir haben die Dutas Dati Sata, Sati Tuta. Hast du nicht gesehen, ha? Was ich für ein Problem habe? Mein Netzwerk ist mein Problem. Huch. Genial. Diesmal habe ich mich... Nochmal für die Kurzfassung. Mein Netzwerk struggelt dabei, mir einen Bericht zu schicken. Und? Was ja. Und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Ja, und déjà vu. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Hm. Okay, dann. Goal? Och, nö. Goal! Sapperlot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ach, ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Wie wäre es mit den Spuren? Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ah, lass mich raten. Okay, auskriegen wir es nicht mehr gut. Es sind alles... Was, wenn ich Quersummen bilde? Hm. Ein paar Optionen können wir nochmal so abgehen. Allerdings haben wir jetzt auch... echt wenig Optionen, was das angeht. Okay, wir haben sowas hier. Ich spare mir. Ja, gut. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, es hat was mit den Lichtern zu tun. Wie bescheuert. Ich spare. Das soll Goals Backup-Bewusstsein sein. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich. Oh, warte. Oh, ich bin doch doof. Ach. Ich bin doch doof, Leute. Sagt mal alle, ich bin doof. Tut mir gerade mal den Gefallen. Sagt mal gerade alle, ich bin doof. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Ihr dürft gerade gern sagen, dass ich doof bin, also, ne? Ach, warte mal. Das ist wahrscheinlich noch weiterführen. Danke, Ariman. Ich weiß es zu schätzen. Und Klein Freezer. Ich weiß das echt zu schätzen. Ninka, von dir ich das jetzt nicht gedacht, aber ich weiß das zu schätzen. Ich meine, ich habe mir schon fast gedacht, dass es hierhin führt. So ist es ja nun nicht, ne? Aber... Aha. Zaunstück. Ein Stück Zaun... Da kam doch mein... Ne?
Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ist das dein Ernst? Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Rufus, manchmal, ne? Sicher ist sicher. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Na, ganz großes Kino. Kann ich nicht einfach hebeln? Ah, na schau mal, na guck. What the fuck? Das ist ein... Avialflansch. Das ist ein Haken. Das ist ein... Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Ich realisiere jetzt diesen gigantischen Wal im Vordergrund. In cool. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Köder? Oh, warte. Boah, ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ah, ich muss also... Der Wal sieht... Jetzt ist die Frage, mag er lieber geschmacklos oder mag er lieber Calzone? Wenn ich ein Wal wäre, ne? Was man mir ja oft nachsagt. Ich nehme mal Calzone. Jetzt steht er auf... Mein Calzone. Wer mag keine Calzone? Es ist wie Pizza, nur zusammengeklappt. Halt. Ich bin noch ein Doofkopf. Warte mal. Einmal den Fisch. Das ganz schon. Warte mal, kann ich mir noch mal einen Kaugummi holen? Oh, nichts mehr drin. Okay. Also Kaugummi gibt's keinen mehr. So, aber... Ist ja ein Wal, ne? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das ist weich. Das ist ein Beichenritzel. Er sieht mich auch so. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Ich mag Katzen. Sehr schön. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ich hab ne... Okay, warte mal. Mein Dad sagt... Er sieht sie gar nicht, wirklich. Okay, Moment mal. Okay, Moment mal, das... Das ist zwar schon mächtig retarded. Jetzt steht er ab. Oh, warte. Maschine? Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Shit, warte mal. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Shit, also so meine Idee. Aber mal gucken, vielleicht reicht ja schon das, was ich jetzt so vorhabe.
So, warte mal. Können wir... Komm, Fisch. Oh, er sieht sie. Mein, dieser Fischer, der Wal hat doch irgendwie Depression, also davon mal abgesehen. Wenn er das jetzt nicht sieht, ne? Komm, Fisch. Oh, ist wohl auf Diät. Jetzt vielleicht? Das Auge muss... Er sagt auf jeden Fall was anderes, also... Komm, Fischi. Oh, ist wohl auf Diät. Ich glaube nämlich kaum, dass ich die geschmacklose Watte hier vermachen kann. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Kann ich? Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Das Auge muss... ich hätte tatsächlich schon... Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt, er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Das ist Avialflansch. Komm, Fisch. Er sieht sie an. Ich meine, den Fisch in Phosphor tunken. Du meinst draußen in die Spur. Das wäre noch eine Idee. Yay. Okay, die Idee war gut. Komm, Fischi. Er sieht sie an. Okay, jetzt. Das Auge muss. Ach so, warte. Oh. Es werde Licht. Das ist der krasseste Anglerfisch, den ich je gesehen habe. Komm, Fischi, Fischi. Ah, there we go. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee war, ne? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Eichhörnchen. Okay, denn. Was für ein Psychopath erwartet mich jetzt? Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge. Sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her.
ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Autsch. So ähnlich. Ich soll die Kontakte... Bulls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Lu wieder sauber. Ah, so. Ich sehe schon, da brauchen wir wahrscheinlich Utensilien für. Utensilien. Guck mal. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zu... Ach, dieser Boso macht mich wütend. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wunder dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Puh, Alter! Sie kriegt nichts mit. Schade, wo sie schon die ganze Mindbike-Action verschlafen hat. Den Versuch war es wert. Den Versuch war... Pizza für Fräulein Goal. Den Versuch war es wert. Aufwachen. Den Versuch war es wert. Okay, ich glaube, das... Okay, Waluigi ist neu. Pizza für... Und? Hast du... Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Was mit dir, Boso? Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Versuch mal, Junge. Was willst du holen? Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Oh Mann. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du Störtebäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Oh Mann, warum muss Rufus jetzt so fies zu ihm sein? Weißt du, Boso ist irgendwie bislang der Einzige, der sich nicht wie ein Arschloch benimmt. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey,
Halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Alter. Was zur Hölle? So, offen. Der Schlüssel kann weg. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Echt jetzt? Gittebä. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl noch mal rüber. Nicht gut. Ach so, ich verstehe. Was denn? Noch mehr Fussel? Die Drahtbürste auf Goals bewusst nur im absoluten... Nur im absoluten Notfall? Nur im absoluten... Ich hoffe, das gehört so. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Oh oh, Fusselalarm. Oh, ich sehe jetzt, so eins ist das. Oh je. Oh oh, Fusselalarm. So, warte mal. Staubig, jetzt habe ich es. Oh je, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Hast du was? Jetzt habe ich... Oh. Nein, die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Nein, die Datasette ist Zeit für... Nein, die Zeit für die... Die harten Geschütze? Fettlö... Damit bekomme ich jeden Datenträger sauber. Was Frittiertes wäre mir lieber. Das habe ich schon Fettlöser und Drahtbürste. Damit bekomme ich jeden So. Wirst du? So gut wie neu. Ja, diese Katze da könnte noch woanders herkommen. Ich meine, er hat nicht wirklich... Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Ich weiß ja nicht. Cha-ching. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Rolfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Sie sieht immer noch relativ kaputt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also kaputt
im Sinne von kaputt. You know? Oh, ich hab immer noch... Ich hab grad mal wieder geguckt, ne, ob ich noch eine Antwort bekommen hab. Spoiler, I did not. This is frustrating. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Yeah. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Oh nein. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit? Nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Auch ihr. Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Mann. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Okay, gut. Ich laufe einfach mal so. Oh, fuck. Oh, oh. Es sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Ey. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Pah, die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben.
Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Okay, warte mal, was ist, wenn ich... Es ist wohl besser, wenn sie die nicht sieht. Okay. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Dieser eine Strohhalm, ey. Ich spare mir meine... Ich krieg schon wieder Hunger. Die Gabel ist literally neben dir, Kumpel. Au. Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Are you serious? Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Wahrscheinlich ist es behindert, Alter. Ich spare... Linkes Fenster, Rohr. Grab. Aha. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Was für ein Chaos. Normal und nicht zwei Autos weit. Ah, ja. Aha. Was und... Au. Ah. Achso, ich hätte auch direkt hingekonnt. Gabel. Ich spare mir... Au. Wieso Fuß? Warte mal. Mal ganz kurz. Au. Kann ich? Nee, echt jetzt? Was war das? Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Yeah. Au. Und das fällt nicht auf. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ich spare mir... Wie bescheuert. Jetzt habe ich ein Schnabeltier. Ich kann nicht näher ran. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Was haben wir denn jetzt noch? Mein Geld ist echt wieder... Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Ah. Du bist Paranoid 2017. Ahahaha. Danke dafür, Schnabeltier. Rufus, das geht so. Das üben wir bis zur nächsten Woche. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Boah, mein Butt. Ach gut, dass ich das Kostüm jetzt wieder mitnehmen kann. Hä? Halt! Wer da? Ach, da ist er ja. Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnucki-Maus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast.
Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Hm? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Das war weniger cool. Mortal Kombat Style. Okay. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha! Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Bitte? Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Oh shit. Ja. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Oh. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Könnte ich den Kram jetzt... Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Spitzenunter... Kann er behalten. Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Ha, dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Aber... Dass ich nicht lache. Rufus hat allemal mehr Format ich als du. Ich gehe nicht ohne Gold. Seine Füße vielleicht. Puh. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fundkonf... Oh, Junge. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der solchen Gefährdungsklasse?
Rufus hat allemal mehr Format als du. Das Gepäck von seine Füße Decke, vielleicht. Er hat den Natürlich nicht. Man weiß ja nicht. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Dieses Weiß ich nicht. Muss ich erst... Willst du mir... Hör mal, Klein. So wie ich. Ach ja. Fünf. Ich voll Stein, verdammt. Dass ich nicht... Hey, ich hab dir... Außerdem... Ich finde, er macht das ganz gut. Ach, und wenn dieser ein Mann floht, da kann er tausendmal und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Sein Arsch? Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Okay. Was tust du? Lass das! Autsch! Hosenzieher! Nein! Nicht! Das ist der legendärste Hosenzieher, den ich je gesehen habe. Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist. Ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Well, das tut mir jetzt ja leid. Oh, Goal, es tut mir leid. Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Hä? Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie?
jetzt muss ich mal kurz fragen. Gibt's multiple Enden? Kann ich hier speichern? Nee, kann ich nicht. Jetzt wirklich, gibt es multiple Enden? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas sag, was ich im Nachhinein bereue. Kann mir das gerade einer sagen? Weiß das einer? Ich habe länger nicht gespeichert jetzt, also... Okay, ich wüsste jetzt auch, wie ich alles machen muss. Soweit ich weiß, nicht. Okay. Du, Goal? Ja? Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Wow. Hätte ich das jetzt echt irgendwie abfacken können? Ich meine... Okay. Was? Wo? Ich? Rufus, du verdammter... Ach nee, da war ja was. Hä? Kannaba. Da sagt man einmal die Wahrheit. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Ach. Glotz nicht so! Und was willst du dagegen machen, hä? Ich meine es ernst! Wehe du! Falsch! Wehe du! Lass mich gefälligst ausreden! Und wehe du! Nein, wehe du! So, das... Ach ja, stimmt. Glotz nicht so! Glotz nicht so! Okay, then. War die Leiter schon immer da? Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Ich habe mir Achievement dafür gekriegt, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Das ist meine Chance. Also, ne? Keine Zeit. Sie könnten je... Oh, irgendwer... Saubere Arbeit. Irgendwer kocht was draußen. Oder man riecht... Hallo, hier vorne, Rowusch. Das war schon eigentlich zu easy. Hallo. Ich sollte echt lernen, die Fresse zu halten. Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten.
Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können, aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Okay, Mann. Ja. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha, Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ihr könnt das alle nicht. Ich hasse diesen Typ. Ich gebe euch mal dem nächsten Backup in eine böse Menge. Lachen. Ja? Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Deswegen sind hier auch Gebäude und so. Und funktionierende Elektrizität. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Habt ihr es gerade gesehen, dass da so ein kleiner Rufus gespawnt ist für eine kurze Sekunde? Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Mio Nanda, yo! Oh, nee! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat! Was für eine Miserable. Sieh es ein, du... Au! So, es reicht. Hoch die Fäuste. Nicht ganz so hoch. Es reicht. Hoch die Fäuste. Au! Nicht ganz so hoch. Wie hässlich muss man... es reicht. Hoch die Fäuste. Nicht... So, es hoch...
Irgendwas mache ich hier falsch. Ach so. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhu! Was tust du? Och nö. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Alles, was kommt, ist einfach nur Thumbs up. Pure Death. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die R gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Das war's? Ich hätte gedacht, ich würde hier länger sitzen. Okay. Ich habe so trotzdem irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas jetzt falsch gemacht. Irgendwie wirkte das alles so... Jetzt kann er endlich die großen Brummer diesem kleinen Intro-Titel spielen. So in etwa, ja. Also das Ende gehört so. Ich habe jetzt nicht irgendwie was falsch gemacht oder so. Weil es wirkt dann ein... Es wirkt jetzt gerade gegen Ende ein bisschen funky alles. So aus dem Motto, der Typ haut immer wieder auf mich ein und es tat weh und all sowas. Oh. Achso, das war's dann einfach. Hieß es nicht irgendwas mit frei... hier Extras? Ach, die Cutscenes. Ah, schön, cool. Ne, es sieht aus, als hätte ich alles. Ich habe aber Achievements übersehen. Das kann ich ja schon fast nicht auf mir sitzen lassen. Ein guter Sprengmacher ist da, braucht nur einen Versuch. Ah, wahrscheinlich hätte ich die Sprengung schneller, also beim ersten Versuch, richtig gemacht. Mal sehen, was man sonst so alles umwandeln kann. Irgendwas mit Schwerkraft. Ausdauernd. Diese Hebel müssen doch einen Sinn haben. Okay, Geschichten von Deponia. Informiere dich ausführlich über Deponia. Und Droggelbecher. Droggelbecher. Okay. Gibt also Achievements, wo ich jetzt noch keinen Plan habe, was ich hätte machen sollen, aber das ist okay. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt kein richtiges Problem mit. Ja Mensch, also das war also dann Deponia. Ich bin ganz ehrlich, ist nice, ist schön. Und laut Hohe ist das ja jetzt noch der kürzeste Teil von allen. So yeah. Die nächsten werden also um einiges länger. Bin ich ja mal gespannt, bin ich nicht?
Aber ich werde jetzt hier für heute wahrscheinlich Feierabend machen. Ich werde für heute hier Feierabend machen, weil jetzt nochmal was Neues anzufangen wäre, glaube ich, ein bisschen doof. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so schnell hier jetzt geht. Aber gut. Aber ja. Also wenn, dann würde ich jetzt erstmal die Deponia-Reihe weitermachen. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob man die Ätna-Bericht aus Teile mal macht. Ah ja. Das war schön. Das war nice heute. Das war richtig schön. Aber ich werde mich jetzt wahrscheinlich absetzen. Ich werde weiter hoffen, dass jetzt mein... Jetzt kriege ich über 3 Stunden schon wieder keinerlei Antwort, weißt du? Da kriege ich schon wieder so einen Hals. Und ich hoffe einfach, dass da noch mal eine Antwort kommt. Ich meine, ne? Alle 4 Teile? Ich denke mal. Ich weiß nicht. Mal gucken. Je nachdem. Aber... Eieiei. Das war's für heute. Weil, ja. Weil es das für heute war. Was Neues jetzt anzufangen, wäre Blödsinn. Und, ja. Wir sehen uns dann morgen wieder zu anderen Dingen, die höchstwahrscheinlich nicht Deponia sind. Weil ist so. Euch noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Und bis dahin. Ciao, Leute. Bye.